Die Battledore befand sich immer noch auf dem Planeten FX-57. Captain Cole Staunton hatte ein handfestes Problem. Mensch, Spike, das musst du doch verstehen. Ein Bulle gehört nicht auf die Brücke. Du konntest Edgar noch nie leiden. Spike, er hat in die Ecke gepinkelt. Du kannst doch nicht erwarten, dass er sofort stubenrein ist. Genau, und deswegen fliegt er jetzt raus. Hast du das gehört? Ja, das war da hinten. Dann ist er Ohrenkranz. Sergeant, was ist passiert? Ich habe an der Feuchte hier. Und dann bin ich schon umgefallen. Die Captain braucht uns, Dr. Barnes. Wir sollen nach unten kommen. Oh, Doktor, ich will mich da nicht tot. Ganz ruhig, Sergeant. Sie kommen zurück an Bord. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Komm mit, Stark. Okay, Captain. Was ist denn mit euch los? Mir reicht's. Jetzt gibt's saures Karusu. Dich mache ich auch noch platt. Sing ruhig weiter, Freundchen. Ich habe die tolerantesten Ohren der Welt. Sergeant, das wird Ihnen helfen. Die Verletzung ist oberflächlich, aber sehr schmerzhaft. Der Captain muss sich in Acht nehmen. Das muss ich sofort dem Captain sagen. Ich werde ihn suchen. Dr. Spike, Lieutenant Ryder, was ist denn hier passiert? Kommando, Hände hoch oder ich schieße. Nur die Ruhe, Agent. Ich krieg das schon hin. Oh, meine Ohren. Wir sind FX-57er. Unsere Singstimmen sind gefährliche Waffen. Darum haben wir Kyle ins Exil geschickt. Wir werden ihn jetzt woanders unterbringen. Zusammenfassung für Doofe. Ihr setzt den Jungen aus, weil er Sänger werden will? Wie mies ist das denn?
Ich will nicht wieder ins Exil, ich bin da so allein. Ich will doch nur Sänger werden. Agent, dem Jungen muss geholfen werden. Ein paar Planeten weiter hat man Vitabolen tiefgefroren. Wenn einer aus dem Jungen einen Star machen kann, dann er. Bohlen? Wer ist Dieter Bohlen? Agent, das ist gefährliches Halbwissen. Wer Mozart kennt, muss auch Dieter Bohlen kennen. So, Kumpel, die Sache ist geritzt. Wir bringen dich zum größten Produzenten des Universums. Der macht schon aus dir einen Superstar. Danke, Cole. Du bist der Größte. Und so unterbrach Captain Staunton eine Kryolyse, weil ein Alien-Jodler Sänger werden wollte. Hey, Bart, das ist ein super Gebräu. All die Jahre haben wir versucht, mit den FX-57ern Handelsbeziehungen aufzunehmen. Und sie schaffen es, indem sie dem Jungen eine Sängerkarriere ermöglichen. Nichts geht über den sozialen Kitt, der die Welt zusammenhält. Edgar, du schon wieder? Ich glaube, Edgar ist verliebt. Verliebt oder nicht? Wenn du wieder pinkelst, ist Schicht im Schacht.